Und damit hallo und herzlich willkommen zum Market Briefing von TheRatingPortal.net. Nach der Fed ist vor der EZB und Fed-Chef Powell wollte sich gestern anscheinend ein bisschen als Pokerspieler outen. Er versucht die Märkte hier ein bisschen auf eine falsche Fährte zu setzen, so wie wir es gestern auch angesprochen haben zum Market Briefing. Eine dovische Maßnahme, also der Zinsgipfel, hawkisch zu verpacken, und ich glaube, die Märkte wetten dagegen. Sie sagen, nein, das kaufe ich dir nicht ab, dieses schlechte Pokerspiel. Wie schaut es in der Historie aus? Wie geht es nun wirklich weiter? Das schauen wir uns jetzt natürlich wieder hier zum Market Briefing etwas genauer an. Zuvor natürlich der Hinweis nochmal zum Partner-Tipp der Woche: eToro Copy Trading. Wenn du selbst Probleme hast beim Traden, dann kopiere doch einfach die besten Trader und bilde ihre Performance 1:1 nach Interesse. Den Link gibt es zur kostenlosen Anmeldung in der Videobeschreibung oder im Kommentarbereich. Aber wir gehen hinein in den gestrigen Handelstag. Hier der gestrige Tagesverlauf. Es sollte volatil werden. Es wurde volatil. Letztendlich lag man auch ziemlich in den Erwartungen. Erwartet wurde eine Zinsgipfel, den die Fed als Pause verpacken wird, dass noch weitere Zinsschritte kommen werden. Dass Paul dann etwas hawkischer auftreten wird, ne? Diese dovische Komponente, also die dann eher die Märkte stützen würde, hawkisch zu verpacken. Aber ja, man glaubt ihn da wohl nicht so recht. Und hier schauen wir auf die gestrigen Handelstage. Sehr, sehr volatil. Am Ende schließen die Small Caps und der Dow Jones im Minus. Outperformer war wieder mal der Tech-Bereich dahinter oder mit, der auch durch den Tech-Bereich geprägt ist. Der S&P 500, also gar nicht so viel passiert. Die Wochenperformance, der DAX hat gestern neues Allzeithoch, ein paar Punkte geholt, könnte jetzt zurückfallen. Warum, schauen wir uns auch gleich an. Der DAX nun Wochenperformance 2,26%, S&P 500 1,72%, Dow Wochenperformance nur noch ganz knapp 0,3%, Nasdaq 3,29%. Die Wochenperformance, der schwache Juni bisher, sehr gut, aber wir haben erst die Monatsmitte vor uns. Und hier nochmal zu sehen, der Verlauf gestern hier, Nvidia, gestern wieder hoch, jetzt 280% seit Oktober letzten Jahres nach oben. Wer ist ein Penny-Stock, würde man sagen, ja, das passiert, aber es ist einer der Titel mit der höchsten Marktkapitalisierung in der Welt. Okay, so ist halt jetzt der Tech-Bereich, vorerst zumindest, der übertreibt eben gerne, und die Regionalbanken sind wieder unter Druck geraten, weil, naja, Jerome Powell sagt, wir sehen gar keine Zinssenkung über Jahre und wir legen nochmal nach, das Geldpolitik bleibt sehr restriktiv. Ja, sind die Regionalbanken natürlich wieder unter Druck geraten, weil es für die heißt, oh, wir bleiben unter Druck, wir werden Schwierigkeiten haben, vielleicht kippt doch nochmal eine Bank. Und die sicheren Häfen, die Big Techs, die natürlich, da kann gar nichts passieren, aber die steigen jetzt grundsätzlich hier alle 6 Monate um 100%, die zogen wieder an. Das war ein bisschen die Reaktion auf Paul. Volatilitätindex, der ist runtergefallen, der ist nach unten gefallen, der sagt ganz klar, Paul, ich glaube dir nicht, was du mir da erzählst, da wette ich doch definitiv dagegen, deine Maßnahmen, deine hawkische Haltung, die war zu durchschauen, war nicht gut gespielt, immer vor sich hingeräuspert, und er ist ein bisschen schon der Vorgeschmack, die Märkte werden dagegen wetten und vermutlich auch absolut zu Recht dagegen wetten. Wir schauen eben oft die Maßnahmen der Fed gestern hier zu sehen, nochmal die Bilanzsumme der US-Notenbank Fed und eben das Zinsband, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Die legen es ja nicht komplett fest, die legen immer so ein Band fest von 5% bis 5,25%. Dort, ja, hängen wir nun nach dem größten, schnellsten Straffungszyklus innerhalb eines Jahres, den wir je gesehen haben. Kann ich hier nochmal kurz reinspringen lassen. Hier, das sind der aktuelle Straffungszyklus, sehen wir hier. Und das sind die letzten Straffungszyklen der letzten Jahrzehnte. Also es ist schon Hammer, was wir hier reingehauen haben. 10 fette Zinserhöhungen am Stück. Jetzt gibt es die Pause. Also das ist schon eine Maßnahme. Und da hat er auch immer gesagt, na, das ist lag, bis das ankommt. Die Verzögerungseffekte, immer wieder hat er darauf angesprochen, dass die noch gar nicht vollständig im Markt und in der Konjunktur angekommen sind. Und das muss beobachtet werden. Und das ist eben die ganz, ganz große Frage. Dieser extreme Straffungszyklus mit der Verzögerung der Geldpolitik von mindestens 6 Monaten, ist das alles noch nicht richtig da, wie sich das auswirken wird, ob das wirklich komplett abperrt an der Konjunktur, anscheinend nicht, denn die Eintrübung sehen wir bereits in Europa und Deutschland mehr, aber auch in den USA trübt sich die Sachlage langsam ein. Ja, also hier stehen wir, am Zinsgipfel stehen wir, auch die Bilanzsummenreduzierung. Dann haben wir überlegt, wie wir die Ausweitung hier während der Finanzkrise extrem ausgeweitet, dann hier Corona nochmal extrem und jetzt der Rücklauf ist
abbauen. Man kommt ja nicht mehr auf ein normales Niveau zurück. Das wird nicht passieren. Sehr, sehr gering. Hier der kleine Haken. Das sind ja die ganzen Notfallprogramme gewesen für die Regionalbanken. Das Tightening läuft aktuell wieder stärker, aber es hält sich in der Tat sehr im Rahmen. Was haben wir hier noch? Die Dotplots, die haben sich natürlich verschoben, was die einzelnen Ratsmitglieder, FED-Ratsmitglieder, wo sie das Zinsband sehen. Das hatte ich gestern schon gesagt. Ne? Vermutlich hat die dovische Maßnahme, das Zinsgipfel, Paul nennt es Zinspause, wird sie vermutlich etwas in, ja, in der hochischen Sprache einpacken. Um jetzt nicht ganz so bullisch rüberzukommen, die Märkte noch weiter zu pushen. Ja, und die Dotplots, die verschieben sich. Hier ist sind die Dotplots für den Monat März. Und hier nun aktuell auch vom Mai zu Juni nochmal nach oben geschoben. Also die meisten Mitglieder sehen noch ein höheres Zinsband für die USA. Und ja, die Frage ist, ob das nun so passend wird. Würde heißen, wir bräuchten noch zwei weitere Zinsschritte auf der Oberseite. Aber dann die große Frage, warum, wenn er das so sieht, wir brauchen die unbedingt noch. Warum hat man es denn nicht geliefert jetzt? Gestern geliefert hat man nicht getan. Das ist schon ein bisschen, natürlich wird es kommen. Ganz sicher wird es eher nicht kommen. Er sieht keine Fortschritte bei der Kerninflation, aber auch sie kommt zurück. PCE-Daten waren etwas fester, aber der Rücklauf ist auch deutlich hier zu erkennen. Und was er auch gesagt hat, da musste man schon etwas schmunzeln. Wir werden Zinssenkung über Jahre nicht sehen. Über Jahre. Also nicht nur in diesem Jahr, sondern über Jahre. Und dann, da fragt man sich, wo bleibt es mit der Glaubwürdigkeit bei der Fed? Ne? Also das sind Sprüche, die kann man eigentlich nicht bringen, weil das ist, wird sich nicht bewahrheiten, ganz sicher. Und der Markt wird dagegen wetten. Hier habe ich auch diese Schlagzeilen nochmal aus 2020. Ne? Damals hieß es ja auch wunderbar, die Leitzinsen, die bleiben über Jahre unverändert bei 0% bis 2023. Ja, da sind wir angekommen. Wo stehen die Leitzinsen? Bei 5 bis 5,25%. Ja, leicht verfehlt, möchte man meinen. Jetzt über Jahre bleiben die so. Kann man vergessen, ne? Also das ist wirklich ein Punkt, da kann man die Glaubwürdigkeit so langsam etwas hinterfragen. Zu sowas sollte man sich nicht hinreißen lassen. Da möchte hawkisch auftreten, aber das wirkt dann einfach nicht glaubwürdig. Es wird nicht passieren, dass die Leitzinsen jetzt über Jahre nicht gesenkt werden. Sie werden vermutlich eher in diesem Jahr noch gesenkt. Dann schauen wir nochmal auf die Historie, wie lange so ein Pivot, also ein Zinsgipfel, angehalten hat. Das sind maximal vielleicht ein halbes Jahr, eher deutlich drunter, würde heißen, wir sehen erste Zinssenkung im Herbst und Winter. Warum werden wir sie sehen? Weil die US-Konjunktur deutlich abgekühlt ist, weil wir vielleicht sicherlich auch in eine Rezession reingerutscht, weil eben diese ganzen Verzögerungseffekte der Geldpolitik nachwirken und Paul dann umkehren wird und dann über Jahre, wir bleiben, sehen wir keine Zinssenkung, wird es dann sein, ja, nach 3 Monaten, 4 Monaten, vielleicht doch. Ne? Also das wird dann wieder passieren. Also Schall und Rauch sind die Worte der Notenbanker zu gerne mal. Und der Zinsgipfel steht sehr wahrscheinlich und er wird nicht nur stehen, die Märkte wetten auf Zinssenkung und das auch zu Recht. Aber das verzögert sich immer mehr. Ne? Ganz Anfang des Jahres hat man gehofft, ja, im Sommer kommen die ersten Senkungen. Jetzt ist es eher das Jahresende und die ganzen Verzögerungseffekte. Paul spricht es immer wieder an, ich spreche es auch an, weil es die ganz große Unbekannte ist. Es ist der stärkste Straffungszyklus, den haben wir im letzten Jahr gesehen, in der Geschichte. Ne? Keiner war so schnell und so straff in der Geldpolitik. Und dass der komplett abperlt, das ist vielleicht eine sehr, sehr optimistische Annahme, die nicht passen wird. Die Verzögerungseffekte werden greifen, die Konjunktur eintrüben, im besten Fall. Im negativen Fall sehen wir Systemereignisse. Ein Schuss vom Bug hatten wir mit den Regionalbanken gesehen. Das sind die ganz, ganz große Unbekannte und Paul spricht immer mehr davon, bereitet da bestimmt schon etwas die Märkte vor, warum er dann doch umkippen musste. Das wird schon so kommen. Schauen wir auf die gestrigen Daten noch ein wenig. Die Erzeugerpreise wurden gemeldet und ja, wir brauchen sicherlich noch 2 Zinserhöhungen. Ja, Paul, alles klar, wir glauben dir. Sofort die Erzeugerpreise fallen wie ein Stein, geht deutlich nach unten. Wir hatten den Peak im März 2022 mit 11,7%, ging es dann nach oben und jetzt geht es nur noch steil nach unten. Jetzt haben wir den niedrigsten Stand bei den Erzeugerpreisen seit Dezember 2020. Das riecht ja schon fast nach Deflation. Und die Kerninflation, die hat den niedrigsten Stand seit Februar 2021. Also auch die kommt deutlich zurück, Jerome Paul. Das wirkt sich auf die Inflation dann auch aus, auf die allgemeine Teuerung. Die ersten Schätzungen, jetzt liegt man bei 4% der Verbraucherpreise der allgemeinen Teuerung in den USA. Erste Schätzung für den nächsten Monat liegen bei 3,3%. Und danach wird Paul die 2-Monat-Zinsschritt
Zinsschritt auf der Oberseite sehen, um vielleicht mal die Konjunktur so richtig crashen zu lassen? Natürlich nicht. Ne? Also schlechter Pokerspieler, der Jerome. Leitzinsen bleiben Jahre unangetastet. Meine Güte, da bin ich fast zum Stuhl gefallen, als ich das gestern gehört habe beim Livestream hier auf diesem Kanal. Europa, heute, EZB ist auch noch dran, Großhandelspreise gestern gemeldet für Deutschland und das ist schon fast deflationär. Sie fallen deutlich nach unten, also der inflationäre Druck wird hier auch spürbar abnehmen in Deutschland. Hier auch mal im Vergleich die Großhandelspreise zu den Nahrungsmittelpreise, wo es ja nun auch zurückgehen, aber die noch sehr weit oben stehen, aber das wird auch zurückgehen. Wir hatten jetzt ebenso wieder, gerade bei den Milchprodukten etc., aber auch Obst und Gemüse, Preissenkungen in den Supermärkten, die kommen jetzt an. Also der Preisdruck wird spürbar zügig in den Sommermonaten zurückkommen in Deutschland und in der Eurozone. Wir hängen etwas hinterher, wir haben auch nicht so stark agiert, also die EZB hat nicht so stark agiert wie die FED, da hängt man etwas hinterher her, aber es ist deutlich zu erkennen, auch der Erzeugerpreise, Großhandelspreise, jetzt hat die vorlaufen sind, das wird sich auf die allgemeine Teuerung auswirken, dass wir hier zügig zurücklaufen und die EZB hat dann auch ein bisschen Problem, dann hawkisch zu argumentieren. Es wird den vielen Tauben in der EZB aber freuen und daher heute 25 Basispunkte werden nochmal kommen, weil die einfach angekündigt sind und man wird nochmal weitere ankündigen, aber vielleicht ist die Sprache dann schon gar nicht mehr so extrem hawkisch. Also ich persönlich gehe davon aus, dass wir den Pivot auch sehen werden bei der EZB, bei den Leitzinsen in Europa im Sommer. Diesmal noch 25 Basispunkte, nächste Mal noch 25 Basispunkte und man schaut dann immer von Datensatz zu Datensatz, so wird wieder Madame Lagarde argumentieren, damit man sich nicht so stark festlegen möchte. Und ich glaube, ein, zwei Zinsschritte, das kann schon das Ende sein vom Zinswandel, wenn sich dies so bewahrheitet, dass die Inflation so stark zurückkommt. Bedenkt bitte, Deutschland ist bereits in einer Rezession, Eurozone ist bereits in einer Rezession, das ist die USA noch nicht. Und jetzt immer weiter die Zinsschrauben noch anzutrennen, die Konjunktur weiter zu dämpfen, das ist dann vielleicht nicht mehr ganz gerechtfertigt. Ölpreis gestern auch ein neues Jahreshoch geholt. Also der inflationäre Druck, der kommt einfach deutlich zurück und die Notenbanker, die stehen am Zinsgipfel und die EZB wird sehr wahrscheinlich folgen. Der Pivot im Sommer wird da sein. Madame Lagarde heute live hier auf diesem Kanal. Wer es nicht verpassen möchte, ich werde wieder in deutscher Sprache moderieren, so wie gestern die FED. Abonniert diesen Kanal, dann seid ihr und bleibt ihr informiert. Außerdem in der Nacht gab es Daten aus China, Konjunkturdaten aus China und das könnte den DAX heute beeinflussen. Ich sage es ja immer wieder, ne? Die Daten aus Deutschland sind relativ egal. Warum? Weil ein Großteil der DAX-Gewinne eben nicht aus Deutschland kommt, sondern aus der Welt. Wir sind eine Exportnation und China-Daten wären dann interessanter und China-Daten sind schwach ausgefallen. Alle sämtlich, Einzelhandel, Industrie etc. Sind alle unter den Erwartungen. Lagen alle unter den Erwartungen, also nach dem späten Ende des Corona-Lockdowns gab es einen kurzen Rebound für wenige Monate und seitdem dümpelt man wieder vor sich hin. Ist natürlich sogleich die Hoffnung, dass es neue Stimulus-Programme gibt und dann die Märkte wieder beflügeln kann, wurden ja schon einige angekündigt. Was auch ein großes Problem ist in China, ist die Jugendarbeitslosigkeit, die jetzt über 20% steht. Also so richtiger Konjunkturmotor ist China aktuell auch nicht mehr. Diese Daten könnten heute den DAX am Allzeithoch etwas belasten. Wichtiger als die Daten aus Deutschland. So trügerisch ist das. Wie kann das denn sein? Die Industrieproduktion fällt voll zusammen. Wieso steht denn der DAX stabil? Ja. Deutschland, auch hier nochmal gleich aus Deutschland gucken. Hurra, hurra. Deutschland in der G7 in diesem Jahr innerhalb einer Rezession unterwegs oder eine Stagflationsszenario, bloß das Wirtschaftsministerium von Habeck sieht noch ein Wachstum, aber vermutlich wird man da diese optimistische Haltung aufgeben. Momentan sind wir ja schon in der Rezession und die ganzen Frühindikatoren deuten darauf hin, dass wir da nicht so schnell rauskommen, einen Rebound nicht erleben werden. Die anderen G7-Staaten, die halten sich momentan noch besser. Deutschland müht sich hier ab, aber der DAX steht trotzdem natürlich am Allzeithoch. Und jetzt schauen wir nochmal zum DAX im Vergleich zum Kursgewinnverhältnis. Kursgewinnverhältnis gelb zu sehen, der DAX-Verlauf. Ja, hier ist eigentlich schon wieder ganz schön viel Zukunft, viel Gewinnwachstum eingepreist für die nächsten Monate. Bei einer schwächelnden Konjunktur jetzt erst in die Rezession reingekommen. Die Rezession geht vermutlich in die Verlängerung, der wirtschaftliche Rebound wird sich hinziehen bis ins nächste Jahr. Und die Gewinnerwartung deutlich nach oben angepasst. Ne, wurde schon sehr viel Goodwill eingepreist. Mal sehen, ob es zu viel heiße Luft ist. Der DAX ist ein relativ günstiger Kursindex, wenn wir das vergleichen zum S&P 500, zum Nasdaq erst recht. Aber
die ganzen Fantasietitel, die laufen natürlich mehr, weil da ist einfach mehr Perspektive. Da kann super Wachstum entstehen, KI-Bereich etc. Was haben wir im KI-Bereich? Wir haben nichts. Was haben wir im Tech-Bereich? Haben wir auch so gut wie gar nichts. Da hinken wir extrem hinterher. Auch bei erneuerbaren Energie hängen wir mittlerweile auch hinterher. Ja, da fehlen ein bisschen diese Titel und wir sind ein defensiver Index, wo jetzt aber mittlerweile ein Gewinnwachstum eingepreist wird. Was schwer zu erreichen sein wird, wenn die Konjunktur in der Tat so weiter vor sich hin dümpeln möchte. Blicken wir auch noch ganz kurz in den USA. Das Gap, die Marktbreite, hatte ich immer wieder angesprochen und ich spreche es auch hier wieder an. Der gleichgewichtete S&P 500, also alle Titel gleichgewichtet sind zum S&P 500 nach Market Cap, wo eben die Big Tech so dominant sind. Der Spread ist dort nur mit über 10% so hoch wie seit den 1990ern nicht mehr. Also ein riesiger Gap. Die Big Techs, wie ich habe es anfangs schon gesagt, Nvidia 280% seit Oktober. Wahnsinn, Tesla auch mit der längsten Gewinnserie in der Geschichte. Also es wirkt ein bisschen überhitzt hier. Wäre mal eine Konsolidierung, wird wahrlich gut tun, um ihren gesunden Anstieg vielleicht doch noch aufbauen zu können. Ansonsten ist das wieder so parabolisch und das Parabolische, das endet dann meistens nicht gut. Also Zwischenschritt wäre jetzt sehr, sehr wichtig. Ansonsten wird das langsam eine Bewegung, die sehr ungesund ist und die Warnsignale werden dann nicht kleiner. Auch Put-Call-Ratio ist ebenso so ein Warnsignal. Jetzt wetten alle wieder. Wir sehen so extreme Rallye im Tech-Bereich. Eben schon gesagt, gerade bei den Big Techs. Und da wird reingesprungen, da wird auf Call gesetzt, steigen, steigen, steigen. Absicherung tut wie gar nicht mehr. Extreme Greed, also extreme Gier. Der 4 Greed Index von CNN auch gestern einen neuen Hochpunkt erreicht. Also das bei der Marktbreite, bei der starken Rallye, das ist ein bisschen das Warnsignal. Charttechnisch gibt es noch keine Umkehrsignale. Gesund wäre eine Konsolidierung, eine bullische Konsolidierung. Die muss irgendwie mal eingeleitet werden. Ansonsten läuft der Kurs hier heiß. Und je steiler man so hochläuft, desto stärker wird man dann auch wieder mal abverkauft. Es wäre gut, hier Zwischenschritte einzubauen, damit wir einen gesunden Anstieg hinbekommen. Mittlerweile sind ja die Warnsignale relativ markant im Markt, auch wenn wir diese Umkehrsignale noch nicht sehen. Auch nochmal Goldman Sachs habe ich gestern schon geteilt im Trading-Chat. Goldman Sachs, die sind ja jetzt umgekippt, bullish. Hier sind deren Prognose. Von vor 5 Monaten, Jahresanfang, war die Prognose von Goldman Sachs für den S&P 500 Soft Landing Szenario. Ja, bis zum Jahresende maximal 4.000 im S&P 500. Aber Hard Landing, da geht es nochmal Richtung 3.000. Wird bitter, als wenn wir eine Rezession erwischen, was gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Ja, nun haben wir da ein bisschen was angepasst. Ja, der Kurs ging ja höher. Und jetzt das neue Szenario von dieser Woche von Goldman Sachs. Ja, es geht eigentlich nur noch steil nach oben, das Allzeithoch kommt. 4.500 Jahresende. Aber ja, ihr seht ja schon selbst, to the moon, V-Erholung ist incoming. Ja, was ist mit dem Soft Landing hier? Und selbst das gibt es gar nicht mehr eingezeichnet: Soft Landing oder Hard Landing, dass eine Rezession aufkommen kann. Also, das ist schon wieder unglaublich, wie stark man da umkippt und jetzt die Kursziele deutlich nach oben anpasst. Allzeithoch ist nach. Die Frage ist: Hier war das schon ein bisschen Kontraindikator. Alle Großbanken, das haben wir immer davon drüber berichtet, hatten ein sehr bärisches Szenario für die erste Jahreshälfte. Das roch dann schon wieder etwas nach Kontraindikator und genau so war es. Und jetzt die ganzen kippen jetzt wieder um die ganzen Prognosen. Jetzt kann es gar nicht mehr bullischer sein. Es gibt gar kein Hot Landing Szenario mehr, sondern nur noch das Allzeithoch. Mal sehen, ob das nicht jetzt auch wieder der Kontraindikator ist, wenn die Banken hier so umkippen. Bloß Morgan Stanley bleibt noch etwas bärisch unterwegs, aber auch schon nur so mit einem Fuß. Ich vermutlich, wenn die umkippen, jetzt auch bullisch werden, ja, dann ist die Kontraindikation perfekt und es kann eine größere Korrektur folgen. Also das finde ich auch interessant. Ne? Also die Großbanken, die großen Analystenhäuser, die kochen alle nur mit Wasser. Ihr könnt auch diesen Kanal schauen. Ich kann euch den gleichen Blödsinn erzählen. Nun gut, das soll es in diesem mit diesem Market Briefing zum großen Teil schon gewesen sein. Wir schauen natürlich noch auf die Termine der neuen neuen Handelstag. Zuvor aber bitte noch den Hinweis, wenn euch dieser Kanal gefällt, wenn das so fortgeführt werden soll, brauche ich eure Hilfe. Lasst ein Like da, lasst unbedingt ein Abo da und einen Kommentar, damit der Algorithmus dieses Video auch etwas höher einsortieren kann. Die Konkurrenz ist groß, die Konkurrenz ist laut, wenn ich bedenke, Inflation steigt auf 80% vor wenigen Monaten. Auch diese Videos von den ganzen Weltuntergangspropheten, die holen sich die Klicks weg, das glaubt man nicht. Wenn man sagt, die Inflation fällt, das wird halt nicht geklickt, aber so ist der Mensch nun mal. Probiert bitte die Fingerübung, da hat dieser Kanal vielleicht eine Chance, wenn euch denn dieser Kanal gefällt. Ansonsten Termine für heute, ich hatte schon gesagt,
China-Daten wurden gemeldet, China-Daten waren schwach, könnten den DAX beeinflussen. Ansonsten haben wir natürlich heute, wir klicken ja heute noch die EZB ab 14:15 Uhr. Ab 14 Uhr werde ich einen Livestream starten, dann wieder berichten, so wie gestern. Es gibt natürlich auch einen Live-Ticker auf tradingportal.net. Es gibt einen Ticker natürlich auch im Trading-Chat. Ihr verpasst nichts, also abonnieren lohnt sich hier wieder auf alle Fälle. 14:30 haben wir dann auch die Frühindikatoren aus den USA. Einzelhandelsumsätze, ganz wichtig für die Konjunktur. Das große Teil des BIP-Wachstums beruht nun mal auf den Konsum in den USA. Wenn dort eine Eindrückung zu erkennen ist, wird das langsam schwierig mit dem Soft-Landing-Szenario, auch wenn das gar nicht mehr vorhanden ist bei den Hot-Landing gar nicht mehr vorhanden ist bei Goldman Sachs. Und für die FED-Index, einer der wichtigsten Frühindikatoren der USA. Also nicht nur die EZB, sondern auch wichtige Wirtschaftsdaten stehen heute an, die dann am Nachmittag kurz vor der Opening Bell die Wall Street beeinflussen werden. Nun gut, also gerne den Partner-Tipp der Woche nicht vergessen, wenn ihr selbst nicht traden könnt, kopiert einfach die besten Trader und profitiert von deren Performance. Link gibt es in der Videobeschreibung und im Kommentarbereich. Ganz kurz blicken wir nur auf den DAX, weil das Video wird sonst zu lang. Ich möchte ja die Videos ein bisschen aufteilen, ne, damit wir charttechnisch dann extra was nehmen. Chart-Check gibt es dann in einem extra Video. Kurz zum DAX. Ich habe gesagt, mal gucken, wie jetzt auf die China-Daten reagieren wird. Wir hatten ja diese Range hier der Vorwoche hatten wir bullish aufgelöst und ja, diese Bewegung stand im Raum, diese Bewegung haben wir geholt. Nun stehen wir am Allzeithoch. Die Frage ist, bilden wir vielleicht einen Doppeltop auf dem Bild? Jetzt große Schwäche, jetzt basteln wir große Schwäche rein und haben dieses Szenario wieder und setzen wieder den wichtigen Support an der 15,6, 15,7 unter Druck. Dafür bräuchten wir jetzt aber Abwärtsdynamik in den Wochenschluss hinein. Das wird sich jetzt beweisen müssen. Das ist das bärische Szenario, was möglich ist. Eben mit Doppelspitze runter wieder zur Supportzone mit Zwischenschritt sicherlich am Vorwochenbereich hier an der 16.000, 15.920. Vielleicht eine SKS hätten wir dann untergeordnet auch. Und dann wieder die Supportzone, die hier stetig aufgekauft wird. Immer wieder aufgekauft. Im Wochenchart sieht man das noch viel stärker mit den Wochenkerzen und den langen Lutten. Alles oberhalb brennt nichts an. Unterhalb wird es mal ernst und da könnte die Saisonalität greifen. Das wäre das bärische Szenario, wenn wir Probleme haben am Allzeithoch und vielleicht mit der EZB auch Abwärtsdynamik hineinkommt. Bullisches Szenario ist, es kommt keine Abwärtsdynamik rein. Wir haben hier die Seitwärtsrange. Wir basteln hier jetzt wieder, vielleicht auch wieder so eine kleine ABC, die runtergehen kann. 16,2, vielleicht schon 16,2, 16,1 aufgefangen wird hier im unechten Gap vermutlich. Und dann die nächste Welle wagen. Und da haben wir so einen kleinen Fünf-Weller drinnen. Und könnten dann sogar die 16,4, 16,5 tangieren. Das müssen wir jetzt sehen, ob hier Dynamik reinkommt, das bärische Szenario aufgegriffen wird. Hier so eine Zwischenkonsolidierung bietet sich an im US-Markt, aber ganz ähnlich. Aber wie gesagt, dafür gibt es dann einen extra Short-Check. Ich möchte es ein bisschen aufteilen, die Videos, weil sich doch viele beschweren, dass die Videos einfach, sie sind gut, aber sie sind zu lang. Kurz dann noch der Hinweis, wir sehen uns gleich im Trading-Chat auf tradingportal.net im Dashboard. Wer dabei sein möchte, diesen Kanal unterstützen möchte, direkt auch und dazu einen richtig fetten Mehrwert erhalten möchte, von früh bis Abend über das Marktgeschehen informiert sein möchte, hier im Dashboard in meinem Premium-Bereich, könnte auch natürlich im Research-Bereich Chat rum switchen. Ihr verpasst nichts und gibt alle Grafiken und noch mehr dort in diesem Bereich. Wer das möchte, kommt einfach mit rein auf tradingportal.net in den Premium-Bereich. Das soll es gewesen sein. Video ist relativ kurz. Ich hoffe, die Größe passt für euch. Euch gefällt das Video, dann lasst noch die Fingerübung da. Ansonsten sehen wir uns gleich auf tradingportal.net im Trading-Chat oder live ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal zur EZB, zum nächsten Zinsschritt, zur nächsten Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Kommt gut in den Handelstag, macht's gut und ciao!